Hey ihr Rätsel- und Horrorfreunde, ich bin der Bruger und ihr seht hier Call of the Sea. Das ist ein Adventure mit Rätsel- und leichten Horrorelementen. Soll ziemlich cool sein, hat sehr gute Bewertungen auf Steam, war jetzt im Angebot und da habe ich mir gedacht, so, ja, spielst du doch mal. Auf jeden Fall, erstmal vielen lieben Dank an meine Kanalunterstützer, ohne die das jetzt irgendwie gar nicht so wirklich möglich wäre in den Corona-Zeiten. Deswegen Amaterasu Hart, Amaya Neko, Afrobyte, Ani 1407, Bienchen Maya, Cindy H., Destiny Rock, Dinok XEX, iTobi 1337, Onkor 90, Erasion Korane, IceRain 87, Aivati, Caruso, Klein Liz, Leon der Mettler, LJL, LTC Delta 216, Mary, Mikirin DLCT, Metal Dragoner X, Michel Maurer, Mr. Numdos, Neo Chaos, Neo Daos, Nixstar, Obergeil, Pat Cardi, Party Crew 93, Patrick Kominatski, Rylion Donovan, Rex Beast, Rufus Platus, Sebastian HH, Seguyan Fantan, Simon Kaiser, The Phoenix, True Chaos, TVD Mr. Wayne, X-Rock und ZX94. Vielen lieben Dank an euch! So, das mache ich immer im ersten Part, also nicht wundern, wenn ihr neu seid. Da bedanke ich mich nämlich ganz, ganz herzlich bei meinen Kanalunterstützern und alle anderen, die mich supporten durch Likes und Kommentare. Sowieso immer vielen lieben Dank dafür. Und wenn ihr auch vielleicht unterstützen wollt, könnt ihr das gerne in der Kanalunterstützer-Option in der Videobeschreibung machen. Einfach mal reinklicken und gucken. So, ich würde sagen, wir starten. Es hat deutsche Untertitel, leider nur englische Sprachausgabe, aber ist ja nicht schlimm. Ich denke mal, da kommen wir hin, oder? Ja. Und es hat so einen gewissen Mist-Flair und wie gesagt, Rätselspiele generell mag ich ja super, super gerne. Ha, schön. Ich hoffe, ihr seid auch, ja, ihr seid da so ein bisschen willens mitzumachen. No. Viel Spaß jetzt erstmal. Oha. Prolog, ein Familienerbstück. Bin ich unter Wasser? Alles klar. Ich spiele das übrigens mit Maus und Tastatur. Man kann es auch natürlich mit dem Gamepad spielen. Aber ich probiere das mal gerade. Wie geht das? Ja, ist halt immer so ein bisschen schöner mit der Kamera, wenn ich mit dem Gamepad da rumsteuere. Ich weiß halt nicht, die Knöpfe. Gibt es hier einen Sprint? Aber es sieht halt super schick und bunt aus. Mag ich ja generell bei Rätselspielen. Da kann ich euch auch sehr die The Room-Reihe ans Herz legen. I know this place. I've been here before. Okay. Ich weiß nur, es ist irgendwie so eine geheime Insel auf, also in der Nähe von Tahiti. I've been here my entire life. I'm trapped in here. Zumindest so die Kurzbeschreibung von Steam, aber mehr weiß ich jetzt auch nicht. Nur, dass es halt einfach super schöne Visuals hat. Es sieht einfach. I'm climbing these stairs again. So optisch ist es halt echt wunderhübsch. Und die Rätsel sollen jetzt auch nicht zu schwer sein. The voices are calling me. My old music box. It's broken. I have to fix my old music box. I have to get it. I have to. Those horrible dreams again. I've had them repeatedly ever since my mother died and left me that music box in her will. Harry always said that old family heirloom had something to do with my family's strange disease. If the doctors won't give us an answer about your illness, I'll search for one myself, you said. And in that search, it seems you lost yourself. I don't think I'd ever... Pardon me, madam, but the island is in sight. We'll be lowering the boat in just a minute. Oh, thank you so much, Captain Hodgson. I'll be right out. Ach, deswegen diese fleckige Hand, wegen einer Krankheit. All right. Time to gather my things. Also wie gesagt, ich finde das halt super hübsch. Das sieht aus wie so ein, wie in so einem tollen Abenteuerfilm. Und die Musik, auch diese Flöte, das erinnert mich so ein bisschen an Dschungelbuch. Keine Ahnung, also ist richtig gut bisher, der Eindruck. Ich lasse mich schnell begeistern, ihr merkt das schon. Oh, I'd better cover up my hands before I leave the cabin. I wouldn't want anyone thinking I'm a circus freak.
Ja, ihr seht, es ist November 1934. Also wenn sie was mit Zirkusfreak sagt, ist natürlich heute nicht mehr so ganz politisch korrekt, wenn jemand so ein bisschen anders aussieht als andere. Aber damals war das noch ein bisschen, ne? Ja, Tahiti übrigens. Merveille du Mer du Sud. Marvels of the Southern Seas, I think. November 1934. Ich mag das ja, so alte, angehauchte Spiele. Ah, the amazing adventures of Nora Everhart, art teacher. Also ich meine damit, dass man jetzt so die alten Zeiten irgendwie nochmal aufleben lässt in Spielen. Das finde ich super toll. Wichtige Informationen auf meiner außergewöhnlichen Reise. Nora, du darfst diese Zahl nicht vergessen. 506, Everhart, aha. Oh, Einträge. Ich lese das alles vor, würde ich sagen, oder? 6. Juli 1934. Vor einem Monat erhielt ich Harrys letzten Brief. Der Poststempel stammte aus San Francisco und er schrieb, dass die Antwort auf meine Krankheit möglicherweise im Pazifischen Ozean zu finden sei. Ich hoffe, dass sein Schweigen nur auf dem langen Postweg zurückzuführen ist. 14. Juli 1934. Letzte Nacht hatte ich wieder einen meiner lebhaften Träume, aber dieses Mal war es anders. Ich sah eine seltsame Insel in der Ferne aufragen. In der Mitte der Insel hob sich ein Steinobelisk vor einem wolkenverhangenen Berg. Ich erwachte schweißgebadet. 16. September 1934. Ich werde nachts immer wieder von seltsamen Träumen geweckt. Ich habe nichts von Harry gehört, schon seit 3 Monaten nicht mehr. Diese verfluchte Krankheit. Mein Mann ist verschollen und ich kann mich nur wenige Minuten lang bewegen, ohne völlig erschöpft zusammenzubrechen. 10. Oktober 1934. Ein rätselhafter Satz, der auf einem Foto meines Mannes geschrieben steht. Ein altes Steinrelikt, das wie ein Messer aussieht. Ein Messingschlüssel mit einem eingravierten Buchstaben. Mit den eingravierten Buchstaben CW. Alle 3 Dinge befanden sich in einem Paket, das ich gestern erhalten habe. Der Poststempel stammt von Tahiti, kein Absender. Es ist 74 nautische Meilen östlich von Otaheite. Otaheite? Nachdem ich einige Geschichts- und Geografiebücher gewälzt hatte, fand ich heraus, dass Otaheite der alte Name für Tahiti ist. Derselbe Ort, von dem das Paket stammte. Was hat das alles zu bedeuten? Wie auch immer, ich habe eine Entscheidung getroffen. Auch wenn es mir nicht gut geht, muss ich es versuchen. Das wird nicht einfach, aber ich werde meinen Mann suchen, koste es, was es wolle. Und wenn ich bis ans Ende der Welt reisen muss. 14. Oktober 1934. Ich folgte Harrys Spuren und nahm den Zug nach San Francisco. Im Madison Building erfuhr ich, dass Harry am 25. Mai 6 Passagen auf der SS Carmel nach Tahiti gebucht hatte. Wieder Tahiti. Nebenbei bemerkt, fühle ich mich viel besser, aber ich weiß nicht, ob das an der frischen Luft oder an der Meeresbrise liegt. 19. Oktober 1934. Zuerst werde ich auf einen Ozeanriesen nach Tahiti segeln. Wenn ich Harry dort nicht finde, muss ich mir ein Schiff suchen, das mich an den Ort bringt, der 74 Seemeilen östlich von Tahiti liegt. Das wird nicht leicht und auch nicht billig. 23. Oktober 1934. Ich habe das Meer schrecklich vermisst, nachdem Harry und ich nach Denver gezogen waren. Ich liebe es, an Deck zu sitzen und das Mondlicht auf dem Wasser zu beobachten. Das ist so beruhigend. 1. November 1934. Endlich bin ich auf Tahiti angekommen. Es ist ziemlich schwierig, Informationen über Harrys Expedition zu erhalten. Ich bin bestimmt durch ganz Papeete gelaufen und habe mich nach ihnen erkundigt, aber niemand scheint etwas zu wissen. Dieser Ort, der 74 Meilen östlich von Tahiti liegt. Einige Einheimische haben zwar von einer Insel gesprochen, aber mehr wollten sie nicht verraten. Mir kam es fast so vor, als würden sie denken, der Ort sei verflucht. Ich habe einen englischen Seemann getroffen, Captain Hodgson. Er kannte einige Besatzungsmitglieder der Lady Shannon, einem Walfänger. Das Schiff hat anscheinend eine amerikanische Expedition zu einer Insel östlich von Tahiti gebracht. Hodgson sagte aber, dass es Monate her ist, seit er die Lady Shannon oder ihre Besatzung zuletzt gesehen hat. Wie jeder gute Seemann ist der Captain abergläubisch. Denken Sie, ich bin verrückt. Ich riskiere nicht das Leben meiner Besatzung, indem ich zu dieser verfluchten Insel segle, sagte er. 4. November 1934. Nachdem ich Captain Hodgson 3 Tage lang anflehte, konnte ich ihn überzeugen, mich in die Nähe der Insel zu bringen. Sparen Sie sich Ihr Geld, Miss Everhart. Wenn Sie mich in Frieden lassen, ist das Bezahlung genug. Ich glaube, dieser mürrische alte Seebär hat ein gutes und liebenswürdiges Herz. Oh. Ja, cool. Da geht die Reise los, würde ich mal sagen. Wir brauchen aber wohl noch was. Oh, die Lupe, ganz wichtig. Nein, doch nicht. Musik. Oh my, I love this song. Oh Mist, jetzt habe ich...
Egal. I received a mysterious package at my house. I stored all its contents in my locked suitcase. Ja. Nora Everhart, Papiti Tahiti, ein Paket 10.09.1934 ausgeliefert. Na klar, die Nummer sollen wir uns ja merken, hieß es. Ja. Achso, mit dem rechten Stick, okay. Es hieß ja, merkt ihr diese Nummer, ne? 506. Easy. Alright, now it's open. Easy peasy lemon squeezy. Henry Everhart. My husband, my partner, and my dear old pal. Na, finde ihn. A brass key with the letters CW engraved on it. And some enigmatic instructions. Harry Everhart. My husband, my partner, and my... Okay, nehmen. Habe ich es jetzt eingesteckt, ja? Ein Messingschlüssel mit den eingravierten Buchstaben CW. This strange and... sharp relic came in a package I received at home. Das sieht auf jeden Fall aus wie ein Dolch. Strange and sharp. Ja, ja, ich vergesse. Also A ist abspielen und B ist einstecken, okay. I saw this island in one of my unsettling dreams. I drew it as soon as I woke up. Ich darf die Sachen nicht zu früh untersuchen. Ihr habt eben gemerkt, dann breche ich Dialoge oder Monologe ab, beziehungsweise. Das ist ja ein riesiger Schlüssel, hä? Das ist sehr auffällig. Ich mache mal die Musik aus, sonst kriege ich wieder Probleme mit YouTube. Ihr kennt das. Also ich kenne das. Oha. Ich weiß nicht, ob Kleider für so eine Expedition das Richtige sind, aber... What was I thinking when I brought all these dresses on this trip? Nochmal wieder so ein schönes Detail. Ich finde das so toll einfach, Leute. Ich liebe solche Spiele. Ich spiele sowas ja eigentlich immer privat für mich, aber ich denke mir halt jedes Mal... Weiß nicht, ich fühle mich dann manchmal so ein bisschen schlecht, weil ich das euch vorenthalte, weil nicht jeder hat Bock auf sowas, aber ich habe ja extra gefragt, wie sieht es bei euch mit storybasierten Spielen aus? Und viele sagten da so, ja, doch. Also lieber das als irgendein Jumpscare-Horror. I'd always dreamed of traveling. It was not the same without you, Harry. Everhart Nora erwartete Ankunft in Papiti, Tahiti am 1. November 1934 aus San Francisco. Gut, dass wir das jetzt alles so geschafft haben, ha? I think I've overpacked. Das ist doch die französische Lilie hier auf den Koffern. Ich finde das schön, das, also allerdings die Lichtstimmung. Ach. Herrlich, ich liebe es. Okay, Nora. From here on out, you're on your own. Ein Familienerbstück. Ach schön, Leute, ich freue mich so sehr. Out of the blue. Das ist der Entwickler. Be careful with Mrs. Everhart's equipment, lads. We'll be back to pick you up in 3 days. I really hope you find your husband there, madam. I hope it too. I'll see you in 3 days then. But please be careful on that island. You know what the legends say about it. I'll take care. Thank you, Captain Hudson. Ach, das ist so schön. Kapitel 1, 74 Meilen östlich von Otaheite. Well... Here I am, in the middle of the ocean after traveling across half the world. Just miles away from where my husband is supposed to be. Ah, dieses Wasser alleine schon. I left a year ago to search for a cure for my affliction. Your letters kept me close to you, but suddenly they stopped coming. What happened, old pal? What did you find? Whatever it was, it led you to hire a crew and set sail from San Francisco to Tahiti. And from there, to this place. An island in the middle of the Pacific that the locals refuse to even name. Aber es ist voll die wunderschöne Insel. Familiar. So familiar. As impossible as that may sound. Is this the island I dreamed about? This can't be a coincidence. All of the sea. Und da ist sogar ein Regenbogen. Ach schön, Leute. Ich bin jetzt schon ein bisschen verliebt in das Spiel. Das ist echt klasse. Also wie gesagt, optisch bin ich schon total befangen irgendwie. Da können die Rätsel jetzt alle schlecht sein. Sind sie aber nicht. Es ist echt ein schönes Spielchen. Also das Einzige, was ich jetzt gelesen habe, man muss halt sehr viel rumlatschen. Das ist etwas negativ. Aber ich werde das rausschneiden, falls es überhand nimmt. A breathtaking, idyllic island, surrounded by deadly reefs and protected with stakes to keep anybody from entering. Why?
Okay, der Captain hat uns jetzt einfach das Beiboot geschenkt. Sorry, wenn ich drüber quatsche, aber sie führt offensichtlich öfter mal Monologe und das ist halt schwer abzuschätzen, wann. Was ist das denn? Ist das eine Muschel? Ja, ist wie eine Muschel. Okay, Harry. Let's see if I can find any trace of you around here. Oh, strahlt so ein bisschen sogar, oder? Ist alles ein bisschen sehr hell, aber... I know it's just resonance, but I do love listening to the sea in them. Oh, das ist eine echt hübsche Muschel. Ja, wenn man die Muschel hier ans Ohr hält, sagt man, man hört das Meer rauschen. Aber das ist halt nur das Blut im eigenen Ohr, was man rauschen hört. Kann ich denn rennen irgendwie? Ich drücke gerade alle Knöpfe. Also hier kann ich mein Tagebuch, aber sonst... Ah, seht mal, da gibt's was Neues. Ach hier, das waren die freien Stellen. Ich habe mich schon gewundert, warum hier so komisch die Texte angeordnet sind. Seht ihr? Und jetzt habe ich hier die ganzen Lücken gefüllt damit. Es ist sehr geil. 6. November 1934. Ich bin auf der geheimnisvollen Insel 74 Meilen östlich von Tahiti angekommen. Die Fischer kommen in 3 Tagen zurück, um mich abzuholen. Hoffentlich habe ich dich bis dahin gefunden, mein Liebling. Oh je. A tent. So somebody was on this island recently. That's a vivo, a flute that the Polynesians play with their nose. I won't be playing that. Eine Nasenflöte, okay. Nein, die werde ich mir jetzt auch nicht. Stell dir mal vor, ihr steckt euch die in den Mund. A miniature va'a, a Polynesian outrigger canoe. Beautifully crafted too. Was die alles weiß, oder? A note written in French. I only understand 2 words. Ill and mort. Island and death. Ich werde es jetzt nicht vorlesen, Leute, weil mein Französisch ist richtig schlecht. Also ich hatte in der Schule Französisch. Ist halt schon 20 Jahre her, ne? Schon länger. Ja, und ich habe es nicht gerade sehr aktiv benutzt. Also, ja, ihr könnt es ja gerne übersetzen, wenn ihr wollt. It must be a warning about the dangers of the island. Oha, ist das hier eine Scheide für so eine riesige Machete? Okay, da sind auf jeden Fall schon mal irgendwelche indigenen Masken und Totems oder was auch immer. Krass, wie weit das geht. Also ich habe gelesen, man hat eine Sprintentaste, aber irgendwie sprintet sie jetzt nicht gerade wirklich. Ich kenne die Tastenbelegung auch nicht, aber auf dem Gamepad gibt es ja nicht allzu viele Möglichkeiten. Oh, ist das eine Kette aus Muscheln? Auch schön. Looks like it opens from the other side. Aha. Da klingelt leider jetzt wieder Dark Souls bei mir an, also. Ah. Quite good. I dare say I might even walk a little faster than usual. Ach, siehst du mal. Ja klar, ihre Krankheit, ne? Aber jetzt kann ich halt sprinten, sehr gut. Okay, jetzt ist es ja klar, wie man sprintet. Wie das aussieht, das könnte ein Minion sein, was schon. Ich, okay. These wooden figures are called Unu. This seems to be telling a story. Aha. Das ist. Ist das Frogger? Nein, ich weiß, das ist ein Männchen, aber. Sah aus wie Frogger. Kennt ihr das alte Spiel Frogger? Ja? Ja. Ja, ich bin alt, ja. Ja, ja. Könnt sich ja ausrechnen. Wenn ich sage, Schule ist schon ewig her. Oh. Ist so hübsch. Wie sich halt auf einmal so alles, so die Lichtstimmung komplett ändert. Oh, sieh mal. Those markings seem to represent the sea. I'll make a note of them in my journal. It might come in handy. Ja, warum nicht? Okay, gut. Ich sag doch, ich find's total schick. Es ist einfach irgendwie liebenswürdig, das Spiel. Mal sehen, wie lange das so bleibt, weil es soll ja Horrorelemente geben, wie gesagt. Und die Rätsel sollen jetzt nicht immer sehr leicht sein, aber auch sehr befriedigend. Also ist nicht so, dass man sich hier verrennt und dann gar nicht mehr weiterkommt. Aber ja, das werden wir noch sehen, würde ich sagen. Genießen wir einfach mal das Spiel. Ich finde es wunderbar. Es ist so geheimnisvoll und man will ja unbedingt wissen, wie es weitergeht, ne? Aha. Aus Knochen, der sieht eher aus wie Jade.
Ein Angelhaken aus Knochen, ha. Huh? Ist noch so ein Unu. Oha. Okay, also es kamen wohl irgendwelche Viecher aus dem Wasser. Die haben das mit diesen Pfählen abgewehrt. Und es hat diese Männchen gefressen. Warte mal. Die Geschichte. Ihr könnt mir ja schreiben in die Kommentare, wie ihr das jetzt interpretieren würdet. Ich bin ja immer sehr, sehr froh, Kommentare zu lesen. Ich komme zwar nicht immer dazu, alle zu beantworten oder... Ja, ich lese halt eigentlich nur so auf dem Klo manchmal, ehrlich gesagt, die Kommentare, aber beantworte dann nicht. Ne? Also ich lese schon, aber ich beantworte sie halt nicht, das meinte ich damit. Aber ich werde es ja immer einfließen lassen, wenn ich das im Commentary, wenn ich sage, hey, ihr habt mir das geschrieben und so weiter, ne? Ihr wisst es. Auf jeden Fall, ja, schreibt mir gerne, was ihr so denkt, was das hier sein könnte. Wurden die angegriffen? Ich bin nicht sehr gut im Symbole deuten. Das könnte ein Problem werden, wenn es hier um Rätselspiele geht. Naja, wie gesagt, die Pfähle, die waren ja wohl gegen diese Monster aus dem Wasser oder was das war. Oh. Ich meine, das ist ja so typisch hier, ne? Für Tahiti und so weiter, diese Blumenkränze, die man Besuchern übergibt. Oh, es ist so hübsch. Aha. Oh nein, die haben die... Haben die gefüttert? Mit Menschen? Mit dem Dreieck auf dem Bauch? Dann kamen Schiffe. Oh, und die sind von einer Insel auf die... Die sind hier abgehauen, die Leute, oder wie? Sieht zumindest so... Oder die wurden angegriffen? Ich weiß es nicht. Was kann das bedeuten? Das sind wohl Speere, schätze ich. Also die sind... Die haben angegriffen mit Speeren oder sind halt abgehauen mit Speeren, was weiß ich. Oha. A carving tool. Kann ich das mit... Nimmst du mit? Sparks. CW. Those are the initials on the brass key. Aha. Geil. It opens it. So whoever sent me this key was here. Oh, ich bin total hyped gerade. Das ist seltsam. Die Polynesier haben keine Türen und keine Mechanismen, um Tore geschlossen zu halten. Wenn ich ins Innere der Insel will, muss ich es öffnen. Nora, Liebes, das ist keine gewöhnliche Insel. Ich find's irgendwie voll schrullig und tantig, aber wie sie halt mit sich selber redet, lustig. Ich find das toll. Oha, da hinten ist irgendein Teil. This is starting to look like a scavenger hunt. Ich find sowas geil. Schnitzeljagd, super. Na gut, das muss hier bei dem Blumending gewesen sein. Diese eine Platte. Da kriege ich die überhaupt raus ohne Werkzeug? Offensichtlich ja. Well, look what's hidden here. Aha. Ich wette übrigens, diese Krankheit wird ausgelöst, weil sie nicht auf der Insel ist. Ich will jetzt nicht irgendwie... Ich will es nicht callen, wie man so schön sagt. Aber ich könnte wetten, sie wurde hier geboren. Sie ist in Wirklichkeit eine Eingeborene und nur weil sie nicht auf der Insel ist, macht sie das gerade krank. Ihre Mutter ist bestimmt geflohen oder so von dieser Kultur oder ich weiß auch nicht. Ich sag euch. Irgend sowas war da. Oha, ja, die wurden wirklich angegriffen. Und dann getötet. Die mit den Dreiecken, die Bösen. Oder die haben jetzt Quadrate auf dem Bauch. Und dann kamen diese Viecher. Oder die haben diese Viecher mitgebracht. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall haben etwa diese Leute dieser Insel die anderen hier geopfert. Und deswegen haben die dann irgendwann gesagt so, nö, wir machen euch jetzt alle platt. From what I've read, the Polynesians don't need doors. So why build such a big one? Oha. Ausgeklügelte Technik, muss man sagen. Well, that did something. It works. Das war ein riesiger Angelhaken hier, oder? Das ist so schön. This may be the first time I trespass a private property. My childhood in Newburyport wasn't exactly the most thrilling thing. Ich glaube, ich würde für immer hier bleiben wollen. Guckt euch das mal an. Ja, aber auch im Paradies gibt es halt Giftspinnen und Schlangen und was nicht alles, ne? Irgendwelche Tiere, die dich töten, indem sie sich nur angucken. Ich meine, Australien ist auch teilweise wunderschön. Ja, ich meine, gut, jetzt. Aber je mehr du halt in die. So ins Innere des Landes gehst, so ich glaube am Rand, wo die Strände sind. Ja, da gibt es halt Haie. Okay, vergiss es. Ein Foto. Ist das Harry? Harry!
You were here. Die Everett. Everhard. I found you, damn it. Where are you now? Where is everybody? Where did you and all your crew go? Die Everhard-Expedition. Wo hat's denn das jetzt hingepackt? Ja, die Everhard-Expedition. Harry war auf dieser Insel und ich hoffe, dass er noch hier ist. Ich habe ein Foto mit allen Mitgliedern der Expedition gefunden und ich meine, auch einige von ihnen aus den Briefen, die er mir geschickt hat, zu erkennen. Aber wo sind sie hin? Haben sie irgendwo ein Lager aufgeschlagen? Ich meine, das war Wochen, Monate, nicht sogar her, oder wie? Ich weiß ja nicht. Also wenn, dann müsste man noch mehr von denen jetzt hier entdecken und es müsste auch ein bisschen benutzter aussehen. Ich habe, glaube ich, schlechte Nachrichten. I'd better check my journal. Aha. Das Schiff Lady Shannon fragt 6 Personen, zerbrechliche Instrumente, mehrere Kisten mit Ausrüstung, Waffen und Sprengstoff, Vorräte für 3 Wochen. Ja, wie gesagt, hatte ich doch eigentlich, ne? Lady Shannon, das ist ja das Boot dieser Walfänger, oder? Ja, Lady Shannon, ein Walfänger. Da steht's links. Dritter Absatz. Yo, das ist das Schiff, was sie hergebracht hat. Sie haben auf jeden Fall nochmal frisches Holz aufgelegt, aber sieht nicht so aus, als wäre noch jemand hier gewesen vor einiger Zeit. A mechanical bridge? That doesn't fit in with Polynesian traditions either. Na, das ist schon, oh, dieser Himmel und alles so, oh, das ist so bunt. Meine Güte, ist das bunt. Ich gehe erstmal hier lang, weil ich schätze, hier geht's dann weiter später. It's been years since I took such a long walk. This fresh air is doing me wonders. Ich glaube wirklich nicht, dass es an der Luft liegt, meine Liebe. Aber ich denke mal, das wird sie ja noch früh genug rausfinden. Das Spiel soll übrigens gar nicht so lange gehen. Ich schätze mal so 6 Stunden. I can feel the air is denser here in this mangrove swamp. Man hört halt die ganze Zeit Vögel, aber man sieht kein einziges Tier bisher, oder? Und Mangroven sind übrigens gar nicht so ungefährlich. Ich meine, hier könnten Krokodile oder... Ja gut, hier werden es vielleicht eher... Nee, doch, es werden Krokodile sein. Keine Alligatoren. Okay. Schon wieder so ein Teil. Aha. Rays of sunlight shining through. Another symbol. Uhuhu. Ah, Wasser und Sonne. Das werde ich bestimmt noch brauchen, du. Für späteres. Also rot heißt, das ist die Symbolik. Now that I've crossed half the world, I wouldn't mind crossing the other half. Alter Schwede. I have to do it with you, old pal. Old pal, sagt sie so zu ihrem Ehemann. Ist auch lustig. Aha, das liegt im Wasser. Bedeutet das Fisch? This sort of pond is a Polynesian fishing technique. There's another symbol inside it. Ja, das heißt wohl Fisch. A bone fish hook. Sieht voll interessant aus alles. Oh, guck mal hier, wie das Licht so golden durch die Blätter. Oh, herrlich. Herrlich. Du könntest hier eigentlich überall einen Screenshot machen und das als Desktop-Hintergrund nehmen. Finde ich persönlich, das sieht einfach super aus. Oh, sag bloß, das sind Vögel, das ist ja schön. Oh my, this is so beautiful. Oh. What were these birds called? Lorikeets. Cole's Lorikeets. Sag mal, sie ist so schlau, sie weiß einfach alles hier. Gut, Leute, wenn ihr auch alles wisst, dann schreibt es mir in die Kommentare. Wie seht ihr das mit der Deutung, was ich ja gefragt habe? Ich bin sehr gespannt drauf, wie es euch gefällt und ob ihr Bock habt, weiterzusehen. Nicht vergessen, Däumchen hoch. Und ich würde mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns wieder zu Call of the Sea. Macht es gut und tschüss.